373. Radiotag auf dem Funkerberg. Achtung, Achtung. Hier ist die Sendestelle Berlin-Voxhaus auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungsrundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos-telefonischem Wege beginnt. Der Empfang ist genehmigungspflichtig. So klang es heute vor 100 Jahren auf der Mittelwelle in Berlin. 120. Gesendet aus Königs Wusterhausen, damals mit einem Lichtbogensender. Mit diesem Ereignis verknüpft ist die Geschichte von Erich Schwarzkopf. Und die hören wir jetzt. Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte. Der erste Rundfunksprecher. Gesprochen von Anna. Was für eine aufregende Radiozeit das gewesen sein muss. Alles fand zum ersten Mal statt. Die ersten Sendeversuche, die ersten Empfangsberichte, die ersten regelmäßigen Sendungen, der erste Auslandsrundfunk und mittendrin Erich Schwarzkopf. Erich Schwarzkopf wurde am 26. Februar 1887 als Sohn eines königlichen Steuereinnehmers in Strausberg geboren. Er besuchte die Volksschule in Strausberg, die Mittelschule in Frankfurt-Oder und erwarb am Königlichen Gymnasium zu Landsberg die Obersekundar. Am 4. Januar 1904 begann Schwarzkopf seine Laufbahn als Telegrafengehilfe. Und ich höre Dudel, 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 Dudel. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio. Dieses süße Dudel, 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 Dudel. Es singt von Liebe und von heißen Küssen. Mein lieber Schatz, höre auch ein bisschen zu. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio. Und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Träum ich von dem Dudel, 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 Dudel. Manche entbrennen für Golf und für Rennen, das Boxen lieben sie bis zum Knockout. Üben das Britschenwurf und lieben den Kitschenwurf und andere bleiben zu Hause mitten auf Braun. Marie hört abends Johann Strauß aus Wien und Fecken tut sie morgens Lohengrin. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Dudel. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, dieses süße Dudel, 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 Du. Es singt von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auch ein bisschen zu. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Träum ich von dem Dudel, 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 Du. Alfred, der Braune, der macht mir stets Laune. Und was die Milch kostet, weiß man gleich Bescheid. Man sagt, das Wetter, das wird schon viel netter. Und wenn es draußen schneit, sagt man, es schneit. Und wenn ich will, dass man von Liebe spricht, gibt man gerade den chinesischen Unterricht. Ich sitz den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre zu. Den ganzen Tag an meinem Radio, diese Süße. Wir singen von Liebe und von heißen Küssen, mein lieber Schatz, hör auf ein bisschen zu. Ich sing den ganzen Tag an meinem Radio und leg ich mich abends endlich dann zur Ruhe. Freu mich von dem Dudel, 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 Dudel. Eben hat Tietz Groschel ins Hinterrad gebissen. Glocke, Prämie gestiftet vom Magistrat von Berlin. Berliner Waffen, wenige Güter. Jetzt, die Jagd geht los, jetzt. Da, ein letztes Außenseiterpaar fährt verzweifelt andersrum. Groschel, 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 tusch!
Froschel hat sich selber überrundet. Orkane von Beifall, Katarakte, letzte Wallungen, gesteilte Stufen. Knöpfe platzen, Hemden reißen, Gebisse klappern, kolossal, kolossal, kolossal. Ist das nicht ganz famos? Wo in der Welt was los? Ob es in Russland kehrt, ob sich in Indien klärt, ob es in London brennt, ob wo ein Lichtmoment oder ein dunkler Punkt, es wird der Punkt. Das war Alfred Braun von 1930. Und wie man sieht, ist das Radio durchaus noch auf der Suche nach seiner eigenen Bedeutung. Die intellektuellen Radiomacher in der Zeit suchten sowieso eigentlich nach einer dem Funk eigenen Kunstform, die also durch das Radio und mit dessen Mitteln erst möglich wird. Genauso wie der Film als Kunstform entstanden war, war man da auf der Suche, was genau ist Radio? Ist es vielleicht elektronische Musik oder ist es vielleicht das Hörspiel? Und da hat 1938 der Amerikaner Orson Welles in seiner